Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video stelle ich euch meine Herbst-Outfits 2018 vor. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Bock hast, schalte auch gerne die Glocke ein. Dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und versprochen, es gibt nur gute Videos von mir. Instagram habe ich natürlich auch, kannst du auch gerne einfach mal abchecken. Dort werde ich zukünftig auch einige Outfits posten. Dort werde ich in Zukunft auch einige Outfit-Posts machen. Also falls ihr es interessieren sollte, einfach mal Looky-Looky machen. Neben Haarstyling-Tutorials und Pflegetipps wollte ich auch ein bisschen Content haben zum Thema Outfits und Styling. Und heute wird damit losgelegt. Ja Leute, ich persönlich musste jetzt meinen Kleiderschrank erstmal so ein bisschen ausmisten zum Herbst 2018. Ich versuche mal meinen Kleiderschrank so effektiv und effizient wie möglich zu nutzen. Und dann kommt erstmal ganz viel raus, bevor ich mir was Neues kaufe. So, und das habe ich gemacht. Ich habe erstmal einiges rausgeschmissen und habe mir jetzt ein paar neue Outfits zugelegt. Heute ist die Farbe beige dran, so ein paar beige Outfits. Für mich persönlich ist es immer wichtig, dass ich nicht irgendwie morgens 15 bis 20 Minuten vom Kleiderschrank stehe und nachdenken muss, hey Daniel, was ziehst du eigentlich an? Sondern, dass ich vorab ganz genau weiß, das und das passt zueinander, ich schlüpfe da rein und auf geht's. Weil das ist für mich einfach einfacher. Und meine neuen Kombinationen stelle ich euch heute erstmal vor. Outfit Nummer 1. Chelsea Boots, zerrissene Hose und kariertes Hemd. Ja Leute, die Chelsea Boots habe ich mir jetzt vor kurzem bei Götz gekauft. Kosten so ungefähr 100 Euro. Die zerrissene Jeans hatte ich noch aus dem Sommer. Gab es bei H&M. Kostet auch vielleicht maximal 50 Euro. Und obendrauf ein kariertes Hemd habe ich auch von H&M. Das Outfit all in all kostet so ungefähr 180 Euro. Wie ich finde, ein sehr gutes Outfit für den Alltag, kann man irgendwie immer gebrauchen, kann man auch zu jedem Anlass eigentlich anziehen. Und wenn es einem zu kalt wird, kann man eine Jacke drüber schmeißen. Hemd kann man natürlich auch mal aufkrempeln, finde ich persönlich ganz gut, wenn man das Hemd aufgekrempelt hat. Habe ich eigentlich immer, wenn ich ein Hemd anziehe. Chelsea Boots, finde ich, passen zu dem Outfit sehr, sehr gut. Machen halt das Ganze noch so ein bisschen eleganter. Zerrissene Hose muss jetzt nicht unbedingt sein, aber das Zerrissene macht das Outfit so ein bisschen lässiger, ein bisschen cooler. Und das Hemd dazu, ja, entspannt. Also ein sehr gutes Outfit für den Alltag. Next one, beim nächsten Outfit habe ich nicht viel verändert, außer das Oberteil. Dort habe ich anstatt dem Hemd jetzt einen Wollpulli an. Und der Wollpulli habe ich auch bei H&M bekommen für, weiß nicht, 30 Euro maximal. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir da bei dem gleichen Niveau, beim 1, beim 1. und beim 2. Auch sehr alltagstauglich, passt sehr gut, kann man im Alltag sehr gut gebrauchen. So, und jetzt kann man die Sachen natürlich auch noch kombinieren, wie ich es jetzt hier anhabe, mit Pulli und Hemd darunter. Kragen kann man natürlich drüber machen oder reinstecken, wie man möchte. Ja, so ein bisschen Schwiegermutters Lieblingsstyle. Aber finde ich, kann man gut anziehen, wenn man zum Beispiel ins Office geht, zur Schule geht oder wo auch immer, wenn man arbeiten geht. Dann sollte man vielleicht aus der zerrissenen Jeans eine normale Jeans machen. Ansonsten finde ich das Outfit sehr entspannt, gerade jetzt für den Herbst. Auch die Kombination zwischen Hemd und Pulli ist natürlich auch ein bisschen wärmer. Da muss man nicht zwangsläufig so eine fette Winterjacke drüber ziehen oder eine fette Übergangsjacke, sondern man kann auch das Ganze so genießen. So, beim nächsten Outfit werden wir ein wenig eleganter. Chelsea Boots auch hier in diesem Outfit wieder, aber dann kommt eine graue karierte Hose, die habe ich mir bei Zara geholt. Und die Hose ist eigentlich ganz entspannt, vom Schnitt her ein bisschen anders, ein bisschen so karottig, aber passt mir trotzdem perfekt, muss ich sagen. Und ein bisschen feiner natürlich, ja, ein bisschen dickerer Stoff. Und darüber gibt es einen sehr feinen Rollkragenpulli, habe ich auch bei Zara bekommen. All in all, ich glaube, der Rollkragenpulli hat so auch 30 Euro gekostet, die Hose vielleicht 80 Euro. Bei dem Outfit liegen wir dann so bei ungefähr 200 Euro. Also auch nicht viel teurer, aber ich finde, ganz schönes Stückchen eleganter. Mir gefällt dieses Outfit, das letzte Outfit, eigentlich am besten von den allen. Ich bin ja auch schon einen Tacken älter, ja, vielleicht liegt es daran, aber dieses Elegantere, das steht mir persönlich doch ein bisschen besser. In der karierten Hose, die ich mir jetzt bei Zara gekauft habe, findet man auch so einen beigen Streifen wieder, der sich natürlich dann auch wieder in den Chelsea Boots wiederfindet, als auch im Rollkragenpulli. Also das finde ich ein sehr, sehr stimmiges, gutes Outfit, was man, ja, auf jeden Fall auch für den Alltag verwenden kann, aber auch für etwas, ja, schickere Anlässe. Einfach so ein schönes Sonntagsoutfit. So, ich habe mir die meisten Teile ja stationär im Handel gekauft bei Zara, H&M. Aber falls ich identische Produkte bei Amazon finde, packe ich die natürlich mit in die Infobox rein. Die Chelsea Boots zum Beispiel findet man natürlich auch überall im Internet. Also, falls es identische Produkte gibt, packe ich die wie immer in die Infobox rein. In general, wie ihr gesehen habt, sehr, sehr viele helle Töne, beige, cremefarben, ist auf jeden Fall ein Trend für den Herbst 2018.
Ihr könnt ja mal in Zara reingehen, Bershka reingehen, in H&M reingehen oder in Mango reingehen. Ihr werdet sehen, überall sind sehr helle Beige-Töne. Und wenn ihr euch Sachen in Beige kauft, liegt ihr auf jeden Fall voll im Trend. Generell kommt auch das Karo zurück, also Comeback für karierte Sachen, egal ob Hemd oder Hose. Ich habe jetzt im Zara auch super, super viele karierte Hosen gesehen. Und ich persönlich ja, finde es eigentlich sehr, sehr cool, weil man zu den Karo-Mustern eigentlich sehr schlichte Oberteile anziehen kann. Und diese Kombination finde ich eigentlich ganz nice. Manche würden jetzt denken so, hey, voll Opa-Style, Karo-Hose. Nee, Leute, das könnt ihr richtig, richtig, richtig stylo kombinieren. Also Karo-Hosen oder Hemden sind auf jeden Fall absolutes Must-Have für den Herbst. Und Chelsea-Boots natürlich, egal in welcher Variation, in Beige, in Schwarz, in Glattleder, in Wildleder, völlig scheißegal. Chelsea Boots finde ich einfach nur Bombe. Der einzige Nachteil, wenn man jetzt zum Beispiel Wildleder Chelsea Boots hat, in Beige, wie ich den jetzt gekauft habe, Leute, die Dinger gehen so schnell dreckig, das ist unglaublich. Also wenn ihr euch welche kauft, holt euch direkt Imprägnierspray dazu, sprüht die ein bisschen ein, dass ihr auf jeden Fall ein bisschen Schutz habt für die Schuhe und dann sehr gut drauf achten und die Schuhe pflegen. Ja, Daniel, mach das, ja, bitte, 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 ja, ich achte nämlich nicht so doll auf meine Klamotten, aber bei den Chelsea Boots ist das echt erforderlich. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über eure Kommentare, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr die Outfits so findet und was ihr denkt, was so angesagt ist. Ein weiteres Video wird auf jeden Fall folgen. Bis dahin, macht's gut, peace out.